frühen Morgenstunden, die nicht erahnen ließen, wie der Tag wohl würde. Ich muss sagen, es gibt Situationen, da habe ich Angst, dass die Leute auf mein Smartphone gucken. Moin moin zusammen zu meinem ersten Videoblog zu Kungalan. Und aus diesem Grund habe ich den Prolog mitgebracht, den ich heute ein wenig vorlesen möchte. Also, wir fangen direkt an, wir gehen in medias res und mal gucken, wie es euch gefällt. Es war einer dieser frühen Morgenstunden, die nicht erahnen ließen, wie der Tag wohl würde. Man kennt das ja, grau, aber nicht kalt, die Luft erfüllt mit dem Geruch von Regen, aber kein Wind. Und das war das Problem. Kalissa Stormguard wusste noch nicht, dass dies einer der wichtigsten Tage ihres noch jungen Lebens sein würde. Heute würde sie sterben. So unangenehm dies auch war, der kleine Planet Kungalan würde sich weiterdrehen und ihm keine Beachtung schenken, oder doch? Physikalisch gesehen nicht. Aber politisch ging es hier um ein Pulverfass, dessen Lunte in diesem Moment entzünden würde. Doch davon wusste Kalissa nichts. Besorgt belegte sie zum knarzenden Ballon. Kein Wind bewegte den 200 Meter messenden Gasbehälter. Sie zweifelte an sich selbst. Sollte sie sich geirrt haben? Aber das war einfach unmöglich. Eine Stromgard irrte nicht bei der Berechnung der Luftströmung. Zumindest waren dies die Worte ihres älteren Bruders, Luftschiffer wie sie selbst. Unsicher schaute sie von der Reling des Luftschiffes in die Tiefe. In der kargen Landschaft von Umlumdrum war nur eine Herde Streifendrufs von dem Geräusch der Motoren aufgeschreckt. Man sollte meinen, dass diese Kreaturen an den Warenverkehr durch die Luft langsam gewöhnt waren. Doch die dreibeinigen Hufläufer galten als die dümmsten Wesen des Planeten. Dümmer noch als Jedi-Schnecken, und das war ziemlich schwer, bedachte man, dass die Schnecken über kein Gehirn verfügten. Kalissa lehnte sich gegen die Reling und betrachtete ihr Luftschiff. Schon 7 Generationen waren die Stromguards als Händler zwischen den Kolonien und Al-Usseldom tätig. Es galt, Nahrungsmittel und feinste Seide in das Königreich Kungalans zu bringen. Dort hingegen wurden die Frachtcontainer mit neuen Gewürzen und Restschlamm gefüllt. Kalissa spuckte aus. Sie hasste den Geruch von Restschlamm. Zwar behaupten die Bewohner von Aramas, dass es feinster Torf aus dem Moor sei. Doch Kalissa... Wer ist denn das jetzt? Moment. Ja? Hallo? Na, das gibt's ja gar nicht. Ja. Wenn das nicht Herr Orland ist. Ja, Herr Ansink. Grüße Sie. Was gibt's denn? Ich bin gerade dabei, hier alles fertig zu machen. Ich lese gerade den Prolog. Ich bin noch nicht mal über die erste Seite hinweggekommen. Ja, als wenn ich es geahnt hätte. Also deswegen rufe ich ja an. Also ich bin natürlich sehr daran interessiert, also wie denn so der Stand der Dinge ist und wollte mich einfach mal so erkundigen, wie denn so vorankommst. Es gibt so einiges. Man stößt ja immer wieder auf sehr merkwürdige Probleme. Mhm. Also zum Beispiel bin ich mir immer noch nicht ganz klar, die Situation mit dem Aiyr. Ja. Ich habe jetzt mehrmals das Wort Aiyr-Truppen oder Aiyr-Soldaten verwendet. Aber das sind schon die Sanrunischen, oder? Ja, richtig. Also das ist so, der Aiyr-Kaiser, das ist also ein Titel. Ja. Und der Aiyr-Kaiser, das ist also ein Sanrunischer Kaiser, der also in dem Land Sanrun, also quasi wohnt, wenn man so will. Ja. Und seine Truppen, also die Derga und auch hier Kommandant Zmichmann und so weiter, das sind alles Sanruna. Und der Aiyr, wie gesagt, das ist so eine Art, ja, wie Zar, ne? oder König, oder das ist also einfach ein Ehrentitel, also einfach sein Rang, wenn man so will. Also Aiyr-Kaiser ist sozusagen der höchste, oberste, mächtigste, tollste, schönste Kaiser von allen, die es gibt. Ne? Also so muss ich das ausschauen. Das ist schwierig zu schreiben, weil sehr kleiner Teil von